Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen abendlichen Pete-Stream heute mit eurer Stardew Valley Crew, Christian, Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ladies and Gentlemen, wir sind back in Stardew Valley. Ist das nicht schön? Das ist wirklich wochenlang her, wie Jay gerade schon angedeutet hat. Da ist so ein kleiner Kiesel dazwischen gekommen. Ich habe meine Marky-Rolle dabei. Und hier, stimmt, ich habe Abigail geheiratet. Hallo. Wie habe ich die nochmal immer genannt? Ashley. Ja, genau, Ashley. Dankeschön, Chat. Es ist kalt, Peter, der Winter ist wohl endlich da. Das hat mir Ashley auch gesagt. Ich suche Lea. Weiß einer, wo Lea ist? Hat jemand Lea gesehen? Wo ist meine Frau? Also meine Auserwählte. Bei Jabba? Bei Jabba? Meine Frau ist bei Jabba? Da ist Lea zumindest. Wer ist denn Jabba? Ach so. Der Hutte. Der Hutte, finde ich aber auch gut. Wo wohnt nochmal Schmemmeli, Alter? Scheiße. Wohnt doch bei dir. Wer ist denn nochmal? Emily ist doch nicht meine Frau. Die ist, Abigail ist meine Frau. Ja, da hast du recht. Ja. Ach, ihr Wichser! Ich hab nichts gemacht, was ist los? Was Ma! Denn? Ist bei Peter schon wieder irgendwas zugebaut, oder? Du hast was? So viele Fernseher da. Achso. Hat man nicht nur einen? Du kannst selber die Fernseher nachgucken, Peter. Was baust du denn jetzt da Ashley zu? Ich brauch hier. Nee, ich hab jetzt keine Zeit mehr. Stimmt, die liegt ja in meinem Bett. Ich komm da gar nicht rein. Oh, 0:40. Ja, schneller. Boah. Fix. Schneller. Oder der Jonathan ist der Penner. Entschuldigung, Christian. Ich war das nicht. Perfekt. Chat, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber bei mir ist es so warm, dass ich gerade die Tropfen an meinem Körper runterlaufen spüre. Mm. Ernsthaft? Okay. Mhm. Das ich nur, wenn ich laufen lasse. Wir sind jetzt in 100, ne? Ja, wir sind in 100. Hattet ihr ein Level 100? Hattet ihr ein Level 100 irgendwann was Geiles? Ich hatte einen Autostreichler da drin. Prismatische Scherbe. Ich hatte einen fucking Cowboy-Hut. Okay, prismatische Scherbe ist natürlich auch insane. Ich habe jetzt zwei. Eine habe ich gerade gefunden und eine jetzt in dieser Truhe bekommen. Oh mein Gott, scheiße. Die Warte, wir hatten die scheiß Quest einfach doch nicht. Nicht unser Ernst. Ja, aber Ernst. Wenn du F drückst, habe ich erste Schritte und fange einen Tintenfisch. Also, das ist richtig. Das wäre klar, ja, da ist noch eine Treppe. Die heißt bei mir auf zum Grund. Kann sein, dass das mehr als 100 ist, wenn man mit Multiplayer ist. Dort Chat ist das eine andere Mine. Das ist die andere Mine, als ob ich noch nicht da unten war. Doch, da waren wir da unten Grund, oder? Ja, Safe Call. Okay, wir sind am Arsch. Tschüss. Das ist die Quest für die alte Mine. Ja, guck mal. 5 Gold heute eingenommen. Geil. Wir haben so viel Essen gewastet, ne? Ja, die Quest für die Skullmine habt ihr noch nicht. Aber dafür haben wir jetzt, wollten wir einfach tief für Iridium? Ja, wir wollten Iridium farmen. Ich habe 48 und ihr? Ich habe 24. Ja, guck mal, ist doch geil. Hast du jetzt gerade die Quest gekriegt? Nee, aber ich habe die Quest geschafft, dass ich die Mine unten erreicht habe, endlich. Mrs. Sir Henry, vielen lieben Dank. Ich habe eine merkwürdige Puppe gefunden. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Sir Henry, so heißt der Esel von uns. Wait, welcher Esel? Sir. Ja, hey, wie? Achso, du meinst Real Life jetzt gerade? Ja. Ach, ja, so, oh mein Gott. Wo soll ich denn wissen, wer Sir Henry ist? Wir sind ja auch in einem, ne? In einer Art Landwirtschaftssimulator, sag ich jetzt mal. Naja, stimmt, im Winter gibt's ja keinen Ich angel Sturm, hier nur Heringe. Lecker, lecker. Mögt ihr Sardinen? Nee. Sad. Ja, mit den Hühnern muss man nicht mehr reden. Aber du versuchst zu schlafen. Ja, die verstehen dich doch eh nicht. Aber ich kann mit denen reden, wenn ich zu denen komme und sage. Dann wissen die Bescheid. Okay, komm. Peter, gib mir mal den Melkeimer. Ich übernehme das jetzt. Okay. Ist in der linken schwarzen Truhe. Du hast das so insuffizient gemacht. Das ist auch meine Taktik im Hausputz. Das ist bei mir die Taktik in der Waschmaschine. Du kannst die Sachen nicht in der Waschmaschine einräumen. Ja, doch, kann ich schon. Du hast letztens mal erzählt, dass du nicht weißt, wie die geht. Ja, doch, das ist meine alte aus dem Studium. So. Lol, wo kommst du denn her? Naja, ich habe die Minecart benutzt. Warte mal, lol, das fährt hier hin? Okay, krass, ich bin immer hier. Ich hab das noch nie benutzt. Hier, krass. Das ist funny.
Nee, genau. Und den Steinbruch können wir auch nicht, außer du hast da Bock drauf, den mal abzugrasen. Nee, gehe ich jetzt sowas von abfahren. Simon, ja, ich komme zwar nicht aus dem Ranzort, aber es ist bestimmt schön da. Aus welchem? Achso, Kevela. Simon hat in den Chat geschrieben, Grüße aus Kevela, ey. Das also, gibt's ja wohl nicht von Christian. Ja, also Kevela hat jetzt hier... Oh, geheime Notiz, ihr Ficker. Christian, guck Mama kurz den Stream auf. Mama, weil dann, mal dann kurz kann den ich dir Stream hier einmal. Alter, also, hört sich an wie die Startampel von Formel 1. Ja. Habt ihr mittlerweile den Trailer von dem Film gesehen? Nee. Gunther Steiner kommt drin vor. Nein. Der Reale. Also die machen halt tatsächlich legit so Realfilmaufnahmen aus den Rennen. Da machen die dann einfach digital ein anderes Auto drüber. Und das heißt, die tatsächlichen Fahrer kommen halt auch drin vor. Also du siehst da Brad Pitt daneben Max Verstappen stehen und so weiter und so fort. Und Fernando Alonso ist am Stissel und so in einem fucking Kinofilm mit Brad Pitt. Das ist irgendwie wild. Okay, ich habe eine neue Notiz gefunden. Ich muss wie du mir null zuhörst, du Huren! Ja, aber ist das nicht eher wild dann für Brad Pitt? Hin? Weil ich meine, der kann ja nicht Auto fahren und darf neben Max Verstappen stehen und Lando Norris. Ich weiß nicht, für wen das wild ist, aber für irgendjemand ist es wild. Was hast du denn für eine Notiz? Dann erzähl das wenigstens für einen Stream. Ja, du bist die ganze Zeit am Labern, Junge. Ja, für ja dich cool. Interessante Dinge. Es geht um Formel 1 Kinofilm, Alter. Ich kuschel mich jetzt hier was du da erzählt hast gerade, Digga. Was wird für Gunther bekommen? Lass uns dran teilhaben. Also, ich habe den Busch um 0.40 Uhr angepackt, Rechtsklick drauf gemacht, der hat gerüttelt und es kam rausgesprungen. Auf der linken Seite Mani und auf der rechten Seite Lewis. Nee! Ja! Im Winter draußen im Busch. Busch getrieben, die Schweine. Das ist funny. Das ist ja so ekelhaft. Okay, hier sind noch ganz schön viele von diesen Dingern. Ja, die spawnen. Alter, Peter, bist du irre? Ich hab gar kein Leben mehr! Diese Verzweiflung in seiner Stimme. Ah, oh, schön. Alter, du bist jetzt nicht mehr ins Abgehauen, ne? Ich bin sofort tot. Wenn du mit dem letzten Mann redest, tot. Dann kannst du dich wegziehen. So ein Arschloch. Ich habe einfach rechte Maustaste gespammt und auf einmal war ich weg. Ich hab extra auf dich gewartet. Ich habe auch Angst, dass jemand plant, Chat. Ich weiß, der ist jetzt sauer auf mich. Das war ein honest mistake. Honest mistake. Wenn es so warm ist, dann kleben meine Haare immer an dem Headset und immer wenn ich das dann abnehme, dann reiße ich mir Haare raus. Wie das denn? What the fuck? Ja, wahrscheinlich meine Vermutung wegen des Haarsprays, das schmilzt in der Hitze. Normalerweise hätte ich gerade Mitleid, ey. Aber das hält sich bei mir gerade in Grenzen. Naja. Und mein Schwager angelt volle Kanne professionell so mit Mega-Equipment und all so. Catch and Release? Das ist in Deutschland verboten, glaube ich. Ah, deswegen macht er das immer in Holland? Genau, deswegen sind die deutschen Meisterschaften immer in Holland. Aber irgendwas haben die da mal irgendwie erzählt mit Catch and Release. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie Quatsch. Wenn die deutsche Meisterschaft in Holland machen würden, weil Catch and Release verboten ist, ey. Ja, irgendwas in die Richtung ist da verboten. Da habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie Blödsinn. Ja, der Hintergedanke, ne? Dass du halt, wenn du sowieso schon so ein Tier irgendwie Stress und Schaden zufügst, dann sollst du wenigstens kann man's auch verwerten. Dann kann man es auch wenigstens essen. Dann kannst du es auch, dann kannst du doch ganz so töten. Okay, ja gut. Ja, ist halt wirklich so. Okay. Aber teilweise sind die Fische ja so fett, da kannst du ja gar nichts mehr mitmachen, weil so ein, der sagt immer, du hast dann so ein 20 Kilo Karpfen plus und sobald ein Karpfen über 2 Kilo ist, kannst du den halt kaum noch essen, weil der halt so viel Dreck in sich reingesaugt hat, dass der überhaupt nicht mehr schmeckt. Eine geile Mother. Weil die haben halt kein Digestivsystem, das heißt, der frisst eigentlich durchgehend Matsche und danach schmeckt er auch. Alter. Oh, Peter, meine Rache wird grausam. Ey, ich hab nur einmal zu viel Rechtsklick drauf gemacht. Ich finde, du machst hier wieder eine Übertreibung. Nee. Ich habe in den meisten Fällen gewartet. Auch, also bei denen, also ich kenne Leute, die kennen tatsächlich irgendwie namentlich schon die Fische, die da in dem See mal rausholen. Mhm. Also wenn du die wieder rein die wirst, halt die meisten drin. Sterben zumindest nicht. Was hat ich hab, wo habe ich das gestern gelesen? Bei Klingel. Der Tagesschau, dass jetzt die Vogelgrippe in den USA auf Kühe geht. Oh, what the fuck? Mhm, und die Kühe das auch mit der Milch weitergeben, die das wiederum dann an Mäusen gegeben haben, die Milch, also die kontaminierte Milch, die das Virus bekommen haben und die über ihre Milch auch nochmal das Virus ausgeschüttet haben.
What the fuck? Aha. Also kocht eure Milch, Leute. Milch ist Gift. Oder das? Außer Muttermilch. Ja. Peter, du als Feinschmecker, wie schmeckt Muttermilch? Da kannst du dir die Röstoff-Folge von Samstag anhören. Da reden Ilona und ich darüber. Hast du probiert? Nein, aber Ilona. So. Warum hast du denn da nicht probiert? Weil zu wenig gibt oder was? Ich hatte jetzt kein großes Interesse, Muttermilch zu probieren, muss ich sagen. Dann sollten wir nochmal probiert haben, oder? Bitte was? So, ich glaube, noch einen Tag schaffen wir nicht, oder? Ach so, wir müssen ja pünktlich aufhören. Das kann natürlich sein. Ja, dann müssen wir. Also, Chat, erinnert uns bitte für das nächste Mal dran, dass wir fischen gehen wollen. Wird hundertprozentig funktionieren. Macht's gut, ciao. Tschüss.